die Madame. Man kennt sie. Ist der Soundtrack zu hören? Ach, wir haben gleich unsere Teekiste drauf. Nur vom ersten Run, vom ersten Spiel. Das müssen wir doch mal gleich ändern hier. Einstellungen. Hüte, wo hat man die Hüte? Hier bei Extras hatten wir es. Masken heißen sie hier. So, sehr schön, wollen wir es hier mal richtig machen. Ich hatte das im Let's Play mal gezeigt, damit wir das mal haben. So, jetzt mal richtig. Mit Regencape. Wie wir sie kennen, die Six. Die gute als Six. Dosen sammeln. Wie es sich gehört. Schön mal die Dosen erstmal aufsammeln. Erstmal aufräumen hier. Es kann ja nicht alles so rumliegen hier. Wie im Let's Play damals auch. Schön die Dosen erstmal stapeln. Was anderes als den alten Kartoffelsack verdient sie nicht mehr. Sie hat den armen Mono fallen lassen. Das Monster. Es ist ja die Vorgeschichte daher. Sie hat's wirklich getan. Wir können in der Vergangenheit reden. Sie hat Mono fallen lassen. Das ist jetzt hier, spielt im Anschluss an Little Nightmares 2. Wir sind gerade durchs Portal getreten und sind hier aufgetaucht. Wir haben gerade Mono fallen lassen. So muss man das sehen. Mit dieser Erkenntnis sieht man das Spiel hier mit ein bisschen aus anderen Augen. Schön hier, fein säuberlich. Nein. Keine Unordnung machen hier. Ist alles ordentlich. So, sehr schön. Kann doch nicht sein, dass hier überall Dosen rumstehen. Und den armen Hausmeister verkrüppelt, Fetziger ausgesaugt und Vampir-Businessfrau gegessen. Sie ist ein wahres Monster. Das kommt noch. Das ist ja noch. Das ist den Hausmeister. Du meinst den Arzt. Den Arzt und den Jäger und die Lehrerin. Den Hausmeister treffen wir hier noch. Das ist noch in der Zukunft. Das hat sie noch nicht getan. Das ist alles noch nicht wahr. Schade, dass es dafür kein Achievement gibt. Oder gibt es dafür ein Achievement fürs Dosen aufstellen? Ich glaube eher nicht. Hier können wir nicht machen. Hier können wir nicht anzünden. Sehr schön. Die Tür können wir nicht aufmachen. Schade. Wären vielleicht weitere Dosen drin gewesen. Dann gehen wir halt hier weiter. Durch. Wie war das nochmal? Ducken. Ja, so. Ja, die Steuerungstaste raus. Hindurch. Düster hier. Ist das Spiel schon gespielt?
Dies ist kein Spoiler. Freier Chat mehr. Du könntest Achievements grinden gehen, wenn du schon den zweiten Durchlauf spielst. So viele Achievements sind nicht mehr übrig. Die meisten habe ich schon im ersten Run gekriegt. Ich habe gerade eben mal nachgeguckt. Vielleicht kriegen wir das ein oder andere Achievement, was wir noch nicht gemacht haben. Die Kerzen anzünden, das ist auf jeden Fall ein Achievement, was wir noch machen müssen. Das habe ich im ersten Durchlauf nicht geschafft. Da habe ich ein paar Kerzen übersehen. Das können wir mal gucken. Ja, deshalb schön alles mitnehmen. Ob ich alles mitnehme, weiß ich nicht. Das kann auch passen, das muss nicht. Es kann auch sein, dass ich das ein oder andere übersehe. Aber die Kerzen werde ich gucken. Ich versuche hier. Zumindest erstmal die Kerzen zu finden. Und anzünden. Es gibt bestimmt auch ein Achievement. 7 Achievements sind auch noch versteckt. Ich konnte die auch noch nicht finden. Für die Puppen gibt es bestimmt auch ein Achievement. Dosen. Mal experimentell. Ich meine, das werden wir jetzt nicht immer machen, aber kann ich denn zurückrennen mit der Dose? Kann ich die zum Anfang, zum Start zurückbringen? Ist das machbar? Nein! Ich habe es runtergeworfen. Die Puppen nicht vergessen. Welche Puppen? Die ich gerade zerstört habe. Die meisten Achievements habe ich im Little Nightmares 1 von dem ersten Mal gemacht. Ich versuche jetzt mal einfach mal um es herauszufinden, ob das geht. Versuche einfach meine Dose zurückzubringen. Ob das noch möglich ist. Ich fürchte nein. Ne, da oben kommen wir nicht mehr durch. Schade. Da müssen wir zu weit hochklettern. Da kommen wir nicht mehr durch. Auch ausprobiert. Offiziell ausgetestet. Es geht nicht. Wir können nicht zum Start zurück. Okay. Hier hindurch. In mein Sofa. Lustig ist es, dass wir vielleicht mal gucken. Vielleicht finden wir ja hier Sachen in den Nightmares 1, die auf den Nightmares 2 hindeuten. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Fernseher, der läuft. Ein laufender Fernseher oder so. Hinweise. Klopapier. Ganz wertvoll. Schön mitnehmen, das Klopapier. Kann man auch gebrauchen. Ja. Ach ja, der Stuhl. Das Offensichtliche nicht gesehen. Da sehen wir auch, dass wir auf dem Schiff sind. Es schwankt. Papier ist gerollt. Den Stuhl hier mal verschieben. Und hops. Na, hoch mit dir. Wo ist das Problem? Ach komm. Ja, das mit den drei Dimensionen, das ist für mich jetzt eine Dimension zu viel. Es ist ja 3D-Games. 2D- und 3D-Games. Willkommen in meiner Welt. Räumliches Denken. So. Hier haben wir doch gleich die Blutegel. Kühlschrank. Gibt's was Tolles zum Futtern? Ne, alles leer. Obwohl da oben ist noch was drin. Ne, können wir nicht rausnehmen.
Wie schade. Warte, gibt es hier unten vielleicht mal was zu sehen? Wo der Wichtel hin ist. Tatsache, da gibt es was zu sehen. Bevor wir da hochgehen. Haben wir hier vielleicht ein Secret. Ah ja. Ich weiß nicht, ob wir das im ersten Versuch schon gehabt haben, aber... Wir müssen eine kleine Laterne anzünden können. Sekunde, können wir auch den Wichtel... Den Wicht... Jetzt folgt er uns. Haben wir im DLC von Teil 1 gelernt. Wenn wir die Wichtel anfassen, dann folgen die uns. So, hier mal hoch. Da habe ich eventuell schon mal was entdeckt, was ich im ersten Run noch nicht bekommen habe. Blutegel. Warte mal kurz. Oh, ja. So kann man auch dorthin. So kommt man auch zu dem Secret. Allerdings nicht lebendig. Blutegel. Du bist dunkler. Schalter. Ein Hebel. Ein Hebelschalter. Jetzt in den Fahrstuhl rein. Hier kein Fahrstuhl. Ist der Soundtrack laut genug? Ist alles. Kann man mich hören? Kann man den Sound hören? Hat sich noch keiner beschwert? Ah, shit. In die Matsche ran. Verdammt. Den habe ich nicht kommen sehen. Ups. Und weiter hier. Nicht von den Blutegeln aufhalten lassen. Laterne. Immer schnell anzünden, wenn wir eine sehen. Hier hinauf. Oh, Wicht. Du Wicht. Bleib stehen. Verdammt. Mein nächster unnötiger Tod. Hier wieder hin, na toll. Hops, hops, hops. Und hier, na komm. Lass dich nicht blutegeln. Immer schön das Secret suchen. Der vorne klang. Das Blech aufbiegen. Können wir die Ämmer runterschieben? Wir können den leicht bewegen, aber unterschieben nicht. Ich mag die Six trotzdem noch, auch wenn sie ein Monster ist. Und sich in der 2 als böse herausgestellt hat. Ich glaube nicht daran, dass die böse ist. Die wurde von irgendjemandem feixt, dass es die ist. Die hat einen Parasit am Kopf oder so, das ist irgendwie die jetzt. Das ist. So erkläre ich mir die Geschichte. Das ist einfach die.
Man hat ja diese Augen gesehen, man hat die ist ja, gab es ja Szenen mit der Monster Six, mit der riesig großen Monster Six. Da hat man es ja gesehen. Ist ja offensichtlich. Irgendwie ist von dem. Eigentlich ist ja der Mono, der ist ja der Böse. Der wird ja dann am Ende zum. Der wird ja am Ende zum. Zum Zinnen. Der ist eigentlich der Böse und dann. Eigentlich ist er die ganze Zeit der Sin-Man. Da ändert sich der ganze zweite, das war meine Theorie. Dass der zweite Teil einfach nur die ganze Zeit in den Erinnerungen von Mono stattfindet. Das einfach, weil am Anfang ist das erste, was man im Spiel sieht, ist die Tür. Und das letzte, was man sieht, ist im Spiel, ist die Tür. So Forrest Gump-mäßig Geschichte. Der erinnert sich daran, wie er mit Six zusammen durch die Welt gegangen ist, damals, als er noch klein war, hat ihn Six fallen gelassen, weil sie schon geahnt hat, dass er mal zum Bösen wird. Six ist eigentlich die Kluge, die einfach die Gute, die einfach nur, die ihn fallen lassen hat, weil sie nicht mitnehmen konnte, weil das ist, weil es halt einfach, weil ihr schon bewusst war, der wird später der Sin-Man. Und wird diese ganzen Leute mit den Fernsehern und so weiter, der wird die alle in seine Gewalt bringen und zum Bösewicht werden. Da konnten sie natürlich nicht ihn am Leben lassen. Und die Monster Six, die übergroße Monster Six, das ist einfach nur. Die gibt es gar nicht wirklich. Das ist ja dann alles dort in dem Turm. In dem Turm, das ist ja alles dort seine. Das ist ja alles Monos Erinnerung, Monos Fantasie. Das ist. Und in seiner Erinnerung hat halt Six dann zum Monster gemacht, weil Six ihn hat fallen lassen. Das ist meine. Die Theorie ergibt total Sinn. Und ich finde das die beste Lösung. Ich finde Six ist immer noch. Six ist eine gute. Der Hauptcharakter der Geschichte. Leute. Es ist nur logisch, dass die Gute ist. Und sie hat halt erkannt, in ihrer überaus großen Weisheit, dass Momo der Böse ist. Der ganze zweite Teil war in Wirklichkeit nur ein Rückblick. Deshalb endet es auch so, wie es angefangen hat. Nein, geh hier durch. Verdammt. Taugt. Ich glaube, habe ich das im letzten Part von den Nightmares 2 erwähnt, meine Theorie. Und wenn nicht, mache ich es jetzt hier. Das ist meine Erklärung für die Geschichte des zweiten Teils. Damit kann ich am besten leben, mit dieser Erklärung. Wenn ihr eine andere habt, ich glaube, wir sollten nicht so viel über, sollten nicht so viel über den Nightmares 2 reden, weil eventuell mal manche Zuschauer Teil 2 noch nicht gespielt haben oder noch nicht gesehen haben. Tut mir das sehr leid. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr mein Let's Play gesehen habt, dass ihr dass ihr live im Stream dabei seid, wart und dass ihr natürlich
und dann mein Streaming-Projekt verfolgt und da auch aktuell dabei seid. Das ist natürlich, davon kann ich doch ausgehen, dass ihr hier meine Projekte mitverfolgt. Okay. Jetzt müssen wir da irgendwie Druck machen. Achso, ja. Einen Mono, der uns hochhilft, gibt es jetzt hier nicht. Obwohl, mir war noch der Six war noch die hochgeholfen hat. Um doch noch ein bisschen weiter zu reden. Über den Nightmares 2. Six war ja die ganze Zeit die Person, die hier die geholfen hat. Six war ja Six. Man hat es doch gesehen, Six hat immer geholfen, hat immer die, wo man ihn nennt, die hat immer Mono. Mono ist immer runtergefallen. Mono war die ganze der Ballast. Es ist halt immer musste Six irgendwie hochhelfen oder sowas. Immer musste irgendwie, ich meine, die haben sich gegenseitig geholfen, aber ja, irgendwie war Mono war ein bisschen der Hilflosere. Eine Puppe. Verstehe das. Habt da das Feuerzeug in der Öllache anzünden, das ist eine gute Idee. Ist hier noch ein Secret? Außer die Puppe? Ne, die Puppe gab es hier. Ich glaube dran, dass Six die gute ist. Ist ja auch die Hauptfigur. Wieso sollten sie in Teil 2 die Hauptfigur zum Bösewicht machen? Ist ja. Das ist eine sehr logische. Oh, der Hausmeister. Das ist eine sehr, sehr logische Theorie. Dass die Spielentwickler natürlich ihre Hauptfigur natürlich nicht zum Bösen machen, sondern die weiterhin der Gute ist. Na, hier weiter durchschleichen. Okay, da kann ich nicht rein. Schleich, schleich, schleich. Lass dich hier erwischen. Jetzt haben wir mit dem Hausmeister zu tun. Der Janitor. Den Hausmeister haben wir jetzt wieder. Was sind halt zwei, die Lehrerin war? Naja, gut, der Förster, der war am Anfang, der Jäger. War am Anfang der erste Boss, aber in den Räumen drin. Der richtige ernstzunehmende Gegner war ja die Lehrerin. Oh, ungeringe Six. Ja, nach dem ganzen zweiten Teil, nach der ganzen Vorgeschichte, ist er langsam hungrig. Und der Magen tut weh. Nichts Essbares drin. Uns was. Der nette Junge oder das nette Mädchen dort hat uns extra was abgegeben. Und ich meine auch später den Hausmeister jetzt hier in Teil 1. Der Hausmeister besiegen die fetten Menschen hier. Die wollen sie gar fressen. Das ist jetzt alles nur Selbstverteidigung. Das ist. Six war nie die Böse. Das ist. Der Hausmeister wollte sie greifen und essen. Das ist. Die dicken.
Die dicken Gäste hier. Die wollten sie auch essen. Das ist hier. Die Madame, die wollte sie verzaubern. Das ist eine Hexe. Ich bin überzeugt, Six ist eine gute. Ein guter, weiser Charakter. Und belehrt mich eines Besseren. Wenn ihr es besser wisst. Vielleicht veröffentliche ich das ja nachher mal auf YouTube. Falls ich das jetzt im kompletten One einmal durchspiele. Vielleicht kommen wir ja schneller voran. Schaffen das heute in einem Stream. Ja, wenn ich so sterbe, dann ist das natürlich. Allerdings bin ich auch noch nicht so häufig gestorben wie beim ersten Mal. Wir kommen auch schneller voran. Also, da wir das Ding schon kennen, Rätsel nicht mehr lösen müssen. Ich weiß ja schon, wo es lang geht. Muss nicht mehr suchen. Zum Beispiel bei einem Kinderzimmer, was hier mit Strom abgedeckt war, wo hier mit Strom ging es. Da habe ich das erste Mal, beim ersten Mal noch eine Weile im Kinderzimmer gespielt und da ein bisschen Zeit verplempert. Das wusste ich jetzt sofort, dass ich da weitergehen muss. So, hier hoch. Mit der 6. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, da sollte man nicht zu hoch klettern, damit wir hier noch runterspringen können. Nicht auf die Leiter. Die Sphäreanzeige. Okay, hier ist Strom. Oh nein. Dafür ist der Hebel. Und zack. Hoch hier. So muss das. Also aufziehen müssen wir es. Die Erntenschränke. So, hier. Also das zweite von unten. Na komm. Dich müssen wir. Okay, wie kommen wir da sonst hoch? So vielleicht. Ja, das mit den drei Dimensionen. Zack. Strom aus.
Und durch hier. Da ist es relativ klar. Eindeutige Sache hier. Wir sollten erstmal nicht anzünden. Gitter aufmachen. Wo ist der Gnome hin? Komm mit Gnome. Wicht. Auf Englisch Gnomes. Auf Deutsch Wicht. Wie ich jetzt doch erfahren habe. An den geilen Knoten, an die Schlaufe. Ein geilen Knoten ist es nicht. Dafür ist der Knoten zu dünn. Ist einfach eine Schlaufe. Aha. Hier waren wir doch schon mal, oder nicht? Nee, hier waren wir noch nicht. Ach doch, ja, hier geht's in den. Hier waren wir schon mal. Aber hier ist jetzt der Strom aus, da können wir jetzt hier durch. Durch das Gitter. Das kommt man beim ersten Mal nicht. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Das Rätsel aus ist auch relativ klar, was wir hier tun sollen. Verstecken. Ist durch hier. Sehr schön. Gar kein Hindernis mehr. Oha. Hier rüber. Auf den Kasten drauf. Auf den Kasten drauf. Auf den Kasten drauf. Nicht ducken. Nicht ducken. Verdammt. Da war ich zu langsam. Habe ich zu lange gebraucht. Hier der letzte Checkpoint. Ein Checkpoint in den Landmärs 1. Die waren noch ein bisschen unfair. An manchen Stellen. Vor allem die Speicherstände. Das habe ich manchmal gehasst. Da gab es manchmal Szenen. Wenn wir aufgehört haben mit dem Stream und beim nächsten Stream weitergemacht haben. Manchmal ein halbes Kapitel noch mal von vorne machen. Du musst offscreen noch ein bisschen weiter spielen. Vielleicht schaffen wir das heute wirklich in einem One. Ich meine, wir sind noch nicht mal eine Stunde unterwegs. Ich komme halt wirklich schneller voran. Merkbar schneller als im ersten Versuch. Weil man vieles natürlich auch schon kennt. Gnome. Ich nenne sie trotzdem noch Gnome. Kann das sein, dass wir das erste Kapitel hier schon abgeschlossen haben? Das war doch hier. Die Achievements kriegen wir jetzt natürlich nicht fürs abgeschlossene Kapitel, weil wir das schon gemacht haben. Deutlich wäre jetzt klar gewesen. Noch ein Zwischenraum oder? Ach ja, das war hier der. Die Sache mit dem Schrank auf nach Narnia. Kommen wir hier nicht durch? Durch den Schrank. Gab es nicht ein Secret dahinter? Zu dem Schrank. Ich sehe doch den Raum. Ach,
Ach so, die Platte hier. Nur das Buch drauflegen. Braucht man den Stuhl nicht. Ist da noch eine Lampe? Sehr schön. Eine Tasse drauf stellen. Verdammt. Nehmen mal den Stuhl. Konventionell machen wir es. Stuhl auf die Platte. Sehr schön. Und hier den Secret-Raum, den wir schon entdeckt haben. Betten. So haben wir jetzt den Stuhl. Gnome. Hier geblieben. Haltet den Gnome. Den Wicht. Ich glaube, er ist weg. Nein, da ist er. Hinterher. Sehr schön. Jetzt folgt er uns bis zur Treppe. Vielleicht unten vielleicht eine Lampe wird übersehen. Könnte glatt sein. Nö, ich glaube, hier ist nichts mehr. Glaube, da können wir auch nicht rein. Okay, genug kann keine Treppen steigen. Also. Ups. Ja, den Koffer. Den Koffer hier hin. Oder erstmal hier durch. Wieder ein Secret. Da brauchen wir Schlüssel für. Dann geht's weiter. Was haben wir hier? Eine Vase. Das Bett rausgefahren. Das Klappbett. Hinauf hier. Ach, das ist das Zimmer vom Hausmeister. Das Hausmeisterzimmer. Einmal Schlüssel. Hier noch hoch. Oh wei. Einfach verreckt hier. Müssen wir den Schlüssel noch mal holen. Natürlich. Noch mal schieben. Ich sagte, Koffer noch mal schieben. So hier.
Sorry, ja. Zick. Ich glaube, der Gute lebt aus dem Koffer, der Hausmeister. Einen Möbelschrank habe ich hier noch keinen gefunden. Können wir da vielleicht hoch? Nein. Verdammt. Das sieht so aus, als gäbe es da noch was. Ich denke, kommt schon wieder. Nervöses Kopfkratz. 2G. Da gibt es einen Pimpel auf jeden Fall oben. Ich glaube, nichts Interessanteres. Keine Lampe, die wir mal anzünden müssen und so. Na komm, nimm. Schlüssel hier lang. Der Zweig konnte man den einstecken. Da haben die nicht mit sich rumgetragen die ganze Zeit. Hier muss man den noch tragen. Der DLC vom zweiten Teil, da muss ich auch noch mal was zu sagen. Der war ja großer Bullshit. Das war ja. Das war ja Mist. 5 Minuten, 3 bis 6 Minuten Spielzeit für 10 Euro. Das ist ja wirklich. Das ist nur eine kleine Ecke, die du mehr erkunden kannst, die du ohne dich hast. Ja, komm. Ist es jetzt wirklich nicht. Das DLC hier im ersten Teil ist wirklich. Da ist auch mal richtig was. Das ist ja fast wie ein einzelnes Spiel noch. Die 3 DLC ist in einem zusammengefasst. Da ist ja wirklich nochmal. Ist glaube ich fast so lang wie das Hauptspiel. Wir müssen uns hier verstecken. Kommt nämlich gleich der Hausmeister. Wenn wir den loswerden, weiß ich auch schon. Dem müssen wir seine Arme zerquetschen am Anfang, am Ende. Müssen wir ihn jetzt triggern oder was? Ja, muss Meister. Schon wieder hungrig. Kleine Wurst hat nicht viel gereicht. Hat nicht weit gereicht. Was sollen wir machen? Licht. Licht können wir machen. Na komm, weiter. Schön weiter hier. Gibt's Essen. Eingesperrt. Da sehen wir zum ersten Mal den Kit. Ich spiele noch nicht mal eine halbe Stunde. Quatsch. Ich spiele noch nicht mal eine Stunde. Bin hier schon an der Stelle, wo es hier. Ich glaube, da waren wir erst. Nach einigen Parts.
Einige Streams hat das gedauert, bis wir hier waren. Ich erinnere mich noch dran, das hat ein paar Streams gedauert. Ich merke, ich komme schneller voran. Deutlich sichtbar. Ist ja auch natürlich. Jetzt müssen wir Kids Käfig verschieben, um da oben ranzukommen. Aber er wird nicht mitkommen. Er wird nicht unser Begleiter wie Mono im zweiten Teil. Oha. Das war's. Du musst nur schwingen. Und schwing und schwing und schwing und schwing und hops. Gibt durchaus ein paar schwere Passagen hier, wo man schon weiß, was man zu tun hat. Ist das halb so schlimm. Hält man sich nicht ewig hier auf. Und das sagt jemand in Nightmares 2. Wenn man bei Nightmares 2 schlecht finden muss. Es ist deutlich kürzeres Spiel. Oh nein, er riecht uns. Rein hier. Im Käfig. Geh weg. Verdammt, der hat uns. Wir müssen länger dort im Käfig bleiben. Warten, bis er wegguckt. Riecht uns. Verdammt. Mist. Wie haben wir es denn das erste Mal geschafft dort rein? Das erste Mal jetzt. In dem Versuch. Das Leinmist können wir auch machen. Uha. Sehr beschäftigt. Ach, der Balken. Er hat Lärm gemacht. Ich bin gar nicht hier. Ich bin tief drin. Können wir übrigens schwenken und schauen, was er dort macht. So, gehe hier rüber, beschäftige dich wieder. Verdammt. Wie denn? Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Schande. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Ist doch so laut, das muss er doch riechen. Muss er doch hören. Nein! Und rein hier. Hui.
war gut. Gehen durch. Der wirft die Schuhe runter. Zünd das Lichtlein an. Geht's weiter. Jetzt sind wir bei einer Stunde. Und sind schon verdammt weit gekommen. Oh nein, das Schuhmonster. Nein. Das Schuhmonster hat uns. Das Schuhmonster. Da habe ich auch viel zu lange gebraucht beim ersten Versuch. Das kriegen wir vielleicht jetzt auch mal besser hin. Oh Mann, ich glaube, das ist zu weit weg hier. Schaffen kann man's. Okay. Sehr gut. Sind wir durch? Oh nein! Ich wollte es vorhin schon sagen. Das ist doch hier die Szene, wo wir mit gegen den mal vor dem abhauen müssen. Okay, hier rein. Dafür war die Box doch da. Puh. Jetzt sind wir da richtig in der Box. Nein, du kriegst mich nicht. Nein, ich bin nicht hier. Nicht in die Box fassen. Bin ich hier. Folge den Gnomen. Hinterher. Okay, wo geht's jetzt lang? Kiste verschieben. Zum Hüpfen. Aha. Zerspielaffe. Den brauchen wir vielleicht. Die Sache mit den Puppen. Ich kann ihn ablenken und hier irgendwo hoch. Ich glaube, so war das mit dem Affen, hier. Hinter den Puppen verstecken. Und weiter hoch. Und hier. Nein, sei schnell. Nein, na verdammt! Ich war doch schon oben. Aber der richtige Weg. Müssen wir ein bisschen schneller sein.
So, hinter mit dir. Zu dem Affen zurück. Und dann. Einen Sprossen hoch. Schleichen. Bin ich hier. Jetzt hier hoch. Schneller, 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 schneller. Nein, 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 nein. Und hier durch. Durch. Sehr gut. Check. Hier lang. Tastatur knautscht. Jetzt müssen wir wieder rennen. Bestimmt. Nein. Gar nicht da. Gar nicht da. Hau ab. Einen Schuh nehmen und da werfen. Nein. Da ist er noch. Verschwinde du. Wir sind nicht hier. Ach, wenn er Lärm macht, müssen wir. Dann hört er uns nicht. Schuh holen. Nehmen und werfen. Ja, jetzt kriegt er uns hier. Na, sehr schön. Müssen wir durchrennen. Ist klar. Das habe ich gar nicht in meiner Erinnerung, dieses Rätsel, diesen Teil habe ich hier gar nicht in Ahnung. Habe ich wohl so gut geschafft im ersten Teil. Im ersten Versuch. Und weg hier. Ja, nein. Weiter hier. Die Uhren. Müssen wir an den Bücherstapel hochklettern. Ja. Und hoch hier. Können wir die Tür aufmachen? Können wir nicht. Aber egal, können wir hoch. Na komm. Übers Klavier drüber. Nein, nein, nein! Verdammt! Sind wir gestürzt. Ein gültiger Checkpoint.
Bücherstapel brauchen wir gar nicht. Wir kommen auch so hoch. Die Kerze entdeckt. Und hoch. Oha, Hausmeister. Da brauchen wir eine Kurbel, um das Klavier hochzukurbeln. Hoch am Bücherstapel entlang. Nein! Auch mit dir. Wir können es doch hier nicht kriegen. Hier, verstecken. Hier war, glaube ich, der Fernsehraum, wenn ich mich recht entsinne. Soll der Hausmeister hier erst herlocken oder was ist unsere Mission? Nein, wir sind nicht hier. So kannst du noch nicht greifen, oder? Doch, du kannst hochgreifen. Die Lehrerin, das ist der Sohn der Lehrerin. Die Lehrerin hat einen langen Hals, der hat lange Arme. Okay, öffne die Tür. Für uns. Oder wie müssen wir, wie kommen wir da lang? Ach ja, den Bücherstapel hoch. Nein, 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 der greift doch schon in unsere Richtung. Haust du ab. Und Bücherstapel hoch. Hindurch. Ist die Kurbel. Das ist der Fernseher. Dann springen wir auf Teil 2. Müssen wir anmachen und uns mit der Kurbel hier hinter verstecken. Fernbedienung haben wir leider nicht diesmal. Vielleicht kommt Mono aus dem Fernseher raus. Es hat gelingt. Schnell durch hier. In der Kurbel. Licht anzünden. Und weiter. Vielleicht das ganze Bücherregal anzünden. Das ist ohne Methode. Alle Lichter werden wir wahrscheinlich nicht finden. Der braucht doch ein Weilchen, bis er hier ist, oder?
kommen. Schwenk. Nein! Neben dem Licht gestorben. Verdammt. Sie wachen wieder auf. Okay. Erst hier. Erst das hier nehmen. Fernseher anmachen. Fernseher anmachen, sagte ich. Knopf. Hier boxt das Knopf, das ist ziemlich dünn. Ziemlich klein. Na, drück. Na, drück. Hey, komm rein. Schöne Musik hier. Komm, Fernsehen gucken. Leise. Gelingt. Jetzt. Keine Panik, der braucht eine Weile. So, jetzt hier. So, und jetzt hier durch. Sehr schön. Die Lore müssen wir rüberziehen. Lore. Das sollte man vielleicht von der anderen Seite ran. Sonst vergehen wir hier. Verdampfen. Genau zu sein. Den Wagen brauchen wir ja hierfür. Ich glaube, für den Knopf brauchen wir den. Um an die Dingens zu kommen. Die Türklinke. Genau dafür brauchen wir es. Ach du Scheiße. Durch die Tür in den Tod. Sehr schön. Also nochmal den Wagen ziehen. Transporter Container. Nein, hier geblieben. Nein, verdammt. Diese Tür. Vorsichtig durchgehen. Das ist kein Boden. Also kann man das natürlich auch noch verlängern. Kann man das in die Länge ziehen. Ich
Ein Speedrun wird das hier nicht. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht nochmal runterfallen. Und durch die Luke. Ja, komm, anzünden. Oha! Oha! Hier müssen wir rennen. Sprint! Hier durch. Verdammt. Und dann zerquetschen wir dem schon seine Arme. Da wären wir den Hausmeister schon los. Nach anderthalb Stunden. Nein, rennen. Ein bisschen spät gestartet. Slate. Und jetzt hier hoch. Nein. Wir müssen hier das Gitter rausziehen. Das ist unsere Mission. Ah, sehr schön. Ich weiß, was ich tun muss. Zieh! Jetzt tastet runter. Verdammt. Dann komm. Hoch mit hier. Ist die andere Hand. Die zwei Dinger müssen wir, die zwei Bolzen müssen wir abkriegen. Na komm. Linke Hand. Rechte Hand. Komm. Und runter mit dir. Wenn die rechte Hand jetzt wieder weggeht. Nein, verdammt. Hat seinen Finger berührt. Abwarten. Zack, hier runter. Jetzt schön in der Mitte bleiben. Jetzt. Ach komm. Das war ja jetzt gleichzeitig. Eine Sekunde früher. Und wir hätten's. Nein, verdammt. So genau.
Genau so, so genau. So, dann kommen. Die Zeit abpassen. Ups. Das geht dann mit der rechten Hand nochmal hin. Na, jetzt. Ha. Was? Wie? Wie? Die Hand. Sie lebt noch. Und der Hausmeister fragt an seinen inneren Verletzungen. Ja, ohne Arme. Lässt sich schlecht leben. Hausmeister geschafft. Ich glaube, das war das erste Kapitel. Die Köche kommen noch, da freue ich mich am meisten drauf, nicht? Und jetzt, wie es ausschaut. Den Fleischhaufen auf und zack, wir können uns festhalten. Na komm, ist doch am besten oder so. Da sehen wir schon den Koch, die Köche. Juhu. Ein drittes Mal müssen wir das dann nicht nochmal durchspielen. Das ist. Ja. Ist dann noch gut, wenn wir das. Vielleicht brauchen wir noch einen zweiten Stream. Weiß nicht, ob wir das heute in einem Run durchkriegen. Einen Zug. Wir werden vielleicht weit vorankommen, aber ob wir das durchschaffen. Ist die Ratte. Lebendig verspeist. Haben wir wieder ein bisschen Energie und können weiter. Jo. Hoch hier. Ich höre schon die Köche. Ein ganz spezieller Traum. Die Köche. Ich komme an euch vorbei. So nicht. Verdammt. Jetzt werden wir geschlachtet.
Okay, wir müssen gucken, bis er abgehängt ist, bis er woanders ist. Bis er abhaut. Jetzt sind wir beim Fisch. Gehen wir rüber zum Fisch. Und wir hier durch. Oh verdammt. Gar nicht hier. Nein, wir sind nicht hier. Wie hat der... Der Koch hat uns... Verdammt. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich unter den Tisch, verdammt. Arschbombe. Arschbombe in die Suppe. Und warte, bis er runter zum Herd geht. Dann können wir rüber. Hier unten durch. Ich warte, wie der besser rüber geht zum Fisch. Ja. Ich hatte Tisch. Unter den Tisch. Sehr schön. Na komm, geh weg. Schön verfahren das Zeug. Wie? Was, der sieht uns hier, warum? Wie denn? Der Tisch ist zu groß, da sieht er uns drunter. Yummy. Lecker, nicht Fisch rein. Wir haben einen Fisch reingestopft. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Six im Fisch drin. Weiß nicht, ob das eine gute Füllung ist. Ach du Scheiße. Hier nochmal vorbei. So, hier, na komm, hier durch und runter, 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 runter. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nein! No, ich bin unterm Tisch, ich bin unter. Wie? Schiebe in den Ofen rein. Interessante neue Tode. Ja, die Küche werden hier der Wahnsinn. Den Hausmeister habe ich relativ leicht besiegt. Aber die Küche. Oha.
hier durch. Gleich mal runter. Gleich runter. Und hat er uns. Er hat uns nicht. Bin ich da. Puh. Hier durch. So, wo gehen wir jetzt lang? Der Tisch ist zu groß. Da sieht er uns. Müssen wir wohl schneller durch. Muss nachsetzen oder nachfahren. Nein. Bin ich da? Nein, du siehst mich nicht. Ich bin hinter der Kiste. Nicht bewegen. Geh doch wieder rüber. Sehr schön. Brauchen wir noch einen Schlüssel her. Müssen wir oben auf den Schrank drauf. Siehst mich nicht. Ich warte, bis er wieder drüben ist. Hier sieht er uns, glaube ich. Jetzt versuchen, den Schrank hochzuklettern. Das wird nichts. Wenn wir oben sind, erreicht er uns, glaube ich, nicht mehr, aber. Haut ab. Du kommst hier nicht hoch. So lange Arme hast du nicht. Nein. Das glaube ich dir nicht, Spiel. Wenn er mich jetzt hier kriegt. Willst du den Schrank umstürzen oder was? Ab. Vergesslich ist auch noch. Soll ich mal schön eine Vase runterwerfen. Ein bisschen auf seinen Kopf. Ja nicht leere und dass er uns hier oben fängt. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen. So. Jetzt hier einen Schlüssel. Auf dem Klo. Hier sind wir im Schlafzimmer des Kollegen der Nachtschicht.
müssen wir schnell rennen gleich. Rennen! Wir müssen den Fahrstuhl frei betätigen. Fahrstuhl frei öffnen. Das ist eine Kerze. Können wir versuchen anzuzünden. Das ist ein Lichtlein drin. Oh, wir haben alle gefunden. Hol dir Licht ins Leben. Achievement. Erreicht. So, offen lassen hier. Können mit dem Schlüssel entkommen. Das ist aber einen unsanften Schlaf. Na komm und renn. Renn, was das Zeug hält. Wir haben einen Vorsprung. Na komm. Man muss erstmal ums Bett rum. Wie schnell der rennen kann, ist Wahnsinn. Okay, wir haben den Schlüssel. Wir sind entkommen. Jetzt schnell. Ist der andere Kollege auch wieder da? Okay, müssen wir nochmal gegen den. Na komm, hier sieht uns doch. Schlüssel. Nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da. Hier erstmal runter. Ganz langsam. Ganz vorsichtig, wir wissen uns jetzt, wie wir lang gekommen. Ich glaube, da verbrennt was im Ofen. Ich glaube, wir können durch. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Hier war ich vorhin sicher. Jetzt war ich besser wieder zurückgeht. Im hinteren Teil der Küche. Dann kann ich aufstießen. Zumindest die Küche hier hinter uns. Nee, ich warte, bis er hintergeht. Falls das überhaupt noch macht. Am Feuer ist das ist mir zu nah. Wenn es irgendwie möglich ist. Ich denke aber nicht. Der geht da hoch, der geht nur maximal bis zum Feuer. Dann muss das reichen. Dann muss es reichen. Komm hoch hier. Geht aber nicht hier hoch, oder? Der kommt gleich hier hoch.
Zurück, 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 zurück. Schließt aber jetzt nicht wieder ab, oder was? Geht hindurch. Oh nein, er kommt zurück. Geht zum Kessel. Okay, hier hoch, da können wir uns durchschleichen. Das kriegen wir hin. Ob es hier hoch? Okay, ich glaube, hier müssen wir hoch, hier müssen wir als erstes. Hier eine Wurstfabrik. Eine Wurstkette müssen wir machen. Müssen wir Fleisch sammeln. Ich glaube, 3 Fleisch reichen, wenn wir eine Wurstkette haben. Und jetzt hier durch. Nicht anmachen. Hier ist noch eine Puppe. Hier geht's hoch. Doch nicht, oder was? Ein toter Wicht. Also hier kein Fleisch, kein Fleisch. Da oben hängt noch ein Stück Fleisch. Über die Haken müssen wir rankommen. Sehr schön. Drauf damit. Damit wir nicht zweimal hoch müssen. Haben wir hier gleich alle 3 auf einmal. Über den Fleischwolf. So, jetzt wird Wurst gemacht. Das liebe Kinder zu schauen, so wird Wurst gemacht. Na, Hunger. So, Wurstkette. So, und was geht's? Fleischerei. Die Fleischerei entkommen. Noch nicht ganz, aber. Bald. Ja, das. Daran erinnere ich mich. Mit dem Schlüssel hier. Das war nur eine lustige Aktion. Nicht. Versteck dich da drin.
in der Box. Was machst du? Drin sind wir. Sein Kochen ist mal vorbei. Wenn wir uns da drin versteckt haben, konnten wir auch. Wir haben gegriffen worden. Schnell weg hier. Und hier schnell raus. In der Wand. Wir haben durch meinen Part beendet im Stream damals. Ich habe damals noch Stunden Streams gemacht. Nur eine Stunde. In den Küchen sind wir bald durch. Und dann ist es nicht mehr. Natürlich darauf an, wie ich mich hier anstelle. So, warten, bis er weg ist. Und dann können wir da unter seinen Tisch. Und unter den Tisch können wir nicht. Wir können unter den nächsten dort hinter ihm. Tischreihe. Auf den Tisch müssen wir, um den Schlüssel zu holen. Das müssen wir ihn, glaube ich, rüberlocken. Ja, da war eine Fleisch. Eine Fleischpresse, weil Fleischwolf hinten. Und dem Doppelkinn kratzen. Ja, Dreifachkinn. Oh mein Gott, wir sind direkt unter ihm. Weiterarbeiten. Der schaut gerade nicht. Hab den anderen Raum. Knopf drücken. Und durch hier. Und auf den Tisch. Nein! Six. Schlüssel. Und runter hier. Und weiter. Schnell durch hier. Da wird bemerken, dass der Schlüssel weg ist. Jetzt aber schnell. Hier rein. In die Klappe sollen wir, glaube ich, nicht. Nein, du siehst uns nicht, du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Ich glaube, in der Klappe gibt es dann doch noch was. Mal da durchklettern. Kleines Secret. Secret of the Pumpe. Oder geht's hier wirklich weiter? Im Müllschacht. Kann auch sein, dass hier weiter geht. Ja, geht hier weiter.
Da müssen wir uns jetzt als nächstes dran vorbeischleichen. Ich glaube, wenn wir das gut anstellen, können wir das auch ab der Hälfte machen. Nur hier. Abwasch wird gemacht. Nein. Bin ich hier. Geh wieder Abwasch machen. Bin ich anwesend. Seid nur paranoid, nichts da. Unter den Tisch, unter den Tisch, unter den Tisch, unter den Tisch, unter den Tisch. Ich bin nicht da. Wenn das jetzt klappt. Da müssen wir, glaube ich, nur den Hebel betätigen dort. Damit die in die andere Richtung drehen. Und unter den Tisch. Unter den Tisch, unter den Tisch, unter den Tisch. Bin ich da? Nein. Du siehst mich nicht. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder rüber. Oder irgendwie müssen wir die Haken ran. Und dann kommt der lustige Teil. Und mit dem Rennen. Unter die Spüle. Vielleicht wir müssen auf die andere Seite. Ist nur zur Hälfte. Nein! Verdammt, 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 verdammt! Jetzt müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen, das ganze Abteil hier. Ich befürchte es. Natürlich. Nein. Guter Checkpoint. Hat schon Angst. Und versteck dich hier unter. Runter, 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 runter. Guck dich. Du siehst mich nicht. Bist du weg? Hat aber jemand Tinder zerbrochen. Gar nicht schön. Na, durch hier. Sehr schön. Abwarten. Und dann rein ins Loch. Bis der drüben ist. Auch noch den anderen Fatzen hier, aber. Und wenn hier nur ins Loch rein. Ist und weiter. Ich glaube, der andere Fatzke hält sich dort auf. Ja, verdammt.
Wir müssen noch raus. Komm, kriegen wir das hin? Ich glaube, hier müssen wir hoch, oder? Und hier an dem... Nein! Verdammt! Ich muss den ganzen Weg nochmal machen. Ja, natürlich. Wir hingen schon. Ich muss den nur noch festhalten und... Und runter, Steuerung und... Nein, ich bin nicht hier. Hast dich versehen. Hast dich verguckt. Weg mit dir. Selbes Prozedere. Die Küche schaffen wir vielleicht heute noch, aber vor dir. Was Capital bei der Madame da noch schaffen. Uff. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ich will hier wirklich nichts versprechen. Ich habe am Anfang gesagt, das sieht gut aus, aber... Je nachdem, wie wir uns jetzt hier anstellen. Lass den mal wieder rüber wandern. Hier ist die Luft jetzt rein, weil der Fahrtscanner drüben ist. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier hoch und dann greifen. Die hohe Kunst des Greifens. Und des nicht runterfallens. Letztes Mal sind wir gestorben, als wir hier runtergefallen sind. Na komm. Und hops. Festhalten. Nicht loslassen. Loslassen ist tödlich. Nur die Maustaste gedrückt halten. Nein, ihr kriegt mich nicht. Jetzt muss gleich gerannt werden. Geh durch. Zum Glück gibt es da einen kleinen Checkpoint. Auch einen großen Checkpoint. Und renn, was das Zeug hält. Nein. Checkpoint bitte. Checkpoint. Jo. Unter Tisch. Sladen. Wie denn? Er hat mich unterm Tisch zu kriegen bekommen. Oh Mann. Jetzt ganze Zeit. Oh, verdammt. Okay. Ja. Zähnigkeit verschwenden. Das braucht noch ein paar Versuche. Aber dann sind wir die Küche los, wenn wir das dort hinten dran hängen können. Ich weiß noch, was das für eine Last war hier. Im ersten Run.
Tut mir das Leiden noch nicht. Was denn? Wie der mich hier kriegt. Das ist deprimierend. Slate und durch. Weiter, weiter, weiter. So einen Arm hast du nicht. Hier hoch. Hier hoch. Und heilst dich fest. Lieber ein totgestürztes von den Küchen genommen. An die Haken hängen müssen wir uns dann noch. Und los, nirgendwo an Ecken. Und leid, verdammt. Und hier durch. Rauf hier. Rauf hier. Und häng dich. Verdammt. Ich war schon beim Springen. Uff, 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 uff. Und auch hängen bleiben. Na komm, das riecht doch hin. Das Slayen ist doch mittlerweile nicht die Schwierigkeit. Und durch hier. Den guten Rotwein. Mann. Springen und festhalten. Springen und festhalten. Slate. Und durch hier. Und weiter. Die gute Rotwein. Verdammt. Müssen im Sprung davon einen den Ende der Haken greifen. Da ich mich beim ersten Run ziemlich schwer getan. Oh, das geht hier auch ohne Sliden. Hoch hier, hoch hier. Und rüber und zack, halt dich fest, verdammt, da war kein Haken. Mist. Wir sind weit gekommen. Lass dich hier nicht davon aufhalten. Nein! Knapp entkommen. Und jetzt los, jetzt nicht stehen bleiben. Und hoch hier, und hoch hier, und. Der Greifen war zum Haken da. Genau. Nein. Das ist mir beim ersten Mal öfters passiert. Und Slate. Na komm. Der Haken. Verdammt mich. Warum lasse ich los? Warum lasse ich los? Ich hatte ihn schon. Ich hing schon im Haken. Und durch und weiter hier. Nein, nicht ducken. Was machst du? Und durch hier und Sprung. Das wird nichts. Oh Mann. Ich hänge schon am Haken. Okay, das setzen wir hier ab. Ich habe gerade. Hing gerade an der Flasche. So. Und durch hier. Und weiter aufstehen und rennen. Am besten hier noch, bevor die Küche da sind. Haken! Der war schon weg. Verdammt. Die Szene ist mein Kryptonit hier. Das Kombinieren von mehreren Sachen. Das ist hier wirklich. Und Haken. Rennen, ducken, sliden, rennen, sliden, hoch auf den Ding und dann festhalten. Das ist Multitasking. Das ist wirklich mein Kryptonit hier. Mittlerweile kriege ich es einigermaßen hin. Schaut euch das Let's Play mal an auf YouTube. Verdammt, die Haken.
ganz lange gebraucht. Da habe ich mich hier noch blöd angestellt. Vergleichsweise ist das schon ja relativ gut. Braucht zwar immer noch genauso viele Versuche, aber das mit dem Slime kriege ich doch jetzt mittlerweile halbwegs hin. Warum kriegt der mich unterm Tisch noch? Das verstehe ich nicht. Unterm Tisch sollte Safe Zone sein, wenn man es dorthin geschafft hat. Und der Attacker, verdammt! Also das zieht das Ganze jetzt hier in die Länge, das ist dann. Dann kommen hier nicht festhängen und hier durch. So geht's auch. Der gute Rotwein. Na komm hoch hier und hacken, hacken! Nicht loslassen, bloß nicht loslassen. Bloß nicht loslassen. Aber jetzt müssen wir loslassen. Jetzt müssen wir. Jetzt werden wir losgelassen. Durch hier. Köcher überstanden. Soweit ich weiß. Ui. Vielleicht schaffen wir die Madame auch noch. Spielen wir das. Die Hauptstory heute zu Ende. Das wär's ja. Haben das jetzt kompletter Walkthrough, jetzt komplett kommentiertes Walkthrough, kompletter Durchlauf. Das wäre was wert. Und Premiere für mich. Ah, da kommen die dicken Menschen aufs Boot. Natürlich sterbe ich hier nochmal. Wir sind weit vorangekommen. Kapitel mit der Madame wird wahrscheinlich auch noch eine Stunde dauern. Aber ja, jetzt sehen wir ja das Schiff von außen. Die Schlucht. Ein großartiger Moment im Laufe des Spiels. Man sieht mal Tageslicht. Das erste Mal. Erstmal raus aus dem Butter. Und das Deprimierende wieder hineingehen. Der Schrecken geht weiter. Da sehen wir die Gäste. Ich glaube, so heißen die wirklich. Die kommen hier auch. Die Gäste. Hinunter. Nächsten Gegner sind jetzt erstmal nicht die Madame, sondern jetzt ist erstmal die sind hier erstmal die Fetzige dran. Wenn wir uns gleich verspeisen wollen. Sehen wir schon die Madame. Kleiner Blick auf die Madame können wir erhaschen. Von der viele auch vermuten. Man wird einfach über uns drüber getrampelt. Von der viele auch vermuten, dass das die Mutter von Six ist. Ach, ich glaube, das Ding ist ja. Das Kapitel mit der Madame ist gar nicht das Schlimmste. Hier müssen wir nochmal an Gefräßigen vorbei. Das war noch ein Krampf, wie ich mich erinnere.
Oh nein. Rennen. Nein. Sehr schön. Müssen wir auf den Tisch. Auf den Tellerberg. Und jetzt hops. Sehr schön. Na, vielleicht kriegen wir das auch jetzt ein bisschen besser hin. Wenn wir hier schnell durchkommen. Stuhl verschieben. Und wir holen uns noch einen Gnom. Eine Laterne. Wir haben zwar schon eingezündet, aber warum die nicht auch noch? Oh, ein Bild von Six. Gezeichnetes Bild. Six im Regenmantel. Da müssen wir hoch. Über den Esstisch laufen. Habe ich noch drauf? Ausweichen. Nachdem ich Little Nightmares 2 gespielt habe. Verdammt. War gar nicht so schlecht. Das ging mir hin. Little Nightmares 2 war ja auch. Da hat man auch ähnliche Szenen. Ähnliche Szenen spielten sich ab. Okay, da brauchen wir gar nicht zu versuchen, auf den Stuhl zu kommen. Wir müssen hier über die Tresen laufen. Oh, hier. Und zack. Ja, hier. Und dann hier knapp an ihm vorbei. Und dann... Ja, der greift uns. Da müssen wir noch schräg so... zum Wurstberg hin. Ein bisschen Übung braucht sie auch noch. Und dann dort an das Gitter. Da haben wir, glaube ich, auch schon das Kapitel, den Abschnitt mit den Vielfräsen gelöst. Na komm, das geht doch mittlerweile gekonnt hin. Nein. Und jetzt hier schräg rüber. Und zack, sehr gut. Da habe ich auch viel länger gebraucht. Im ersten Ohren. Zieh hoch. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Da hoch. Darüber, darüber, darüber. Dann kam hier noch was. Oh nein. Muss man noch über einen Tisch kriechen. Ich glaube, da kam noch ein bisschen was. Okay, da hoch können wir nicht. Eine Rennszene kam noch. Und zwar diese. Ups. Nein. Verdammt. Na komm, das kriegen wir hin. Dann kommt am Ende ein Fahrstuhl, wo wir dann auf zur Madame gehen. Ist das Essen so unattraktiv auf dem Tisch, dass ihr die Dürre Six haben wollt? Und dann greift ihr wirklich nach jedem Stück Essen. Das ist halt wirklich. Ich meine, das ist so ein kleines. Das muss für die doch nur ein Käfer sein. Und so ein kleines Stückchen, so ein kleines. Die hat doch. Die ist doch dauernd hungrig. Die hat doch nichts auf dem Fleisch. Das ist doch hier.
Was die da für Würste auf dem Tisch haben. Das ist doch hier. Six kann doch hier nicht das Attraktivste sein, nachdem sich alle verzehren hier. Das kann doch hier wirklich nicht. Hier müssen wir wieder zurückrennen. Hier hoch. Über seinen Kopf. Und hier lang. Na komm. Und hier durchsliden. Ja, verdammt. Wäre fast ein First 2 geworden. Aber hier ein schöner Checkpoint. Also hier zurück. Es ist noch nicht weiter stressig. So, hier müssen wir jetzt hier hoch. Oh, naja, ein Sprung. Und drüber und zack. Können wir ein bisschen das Sliden üben. Slide hindurch. Durch die Gitter durch. Oh nein, jetzt haben wir hier noch die Aktion mit dem Koch. Und wiedersehen mit dem Koch. Da ist noch eine Puppe. Der hier in der Tür gewacht hatte. Nein, bin ich hier. Irgendwas mit dem Spiegel mussten wir machen. Wenn ich mich richtig erinnere. Durch den Spiegel mussten wir durch. Oder nicht? Gibt es hier was zu sehen? Was zu sehen. Da habe ich auch ewig dran gerätselt. Im ersten Durchlauf. Hier runter. Drin hier. Hier gibt es noch was zu sehen. Noch ein kleiner Rennpart. Gestapelt auf einem Haufen. Mittagspause. Zombie Walk. Und die Treppe runter. Und hier um die Ecke. Oha, und hier. Ich glaube, da wurden wir sogar schon mal umgehauen von. Weg hier. Und an die Lampe und rüber hier. Uff. Ich hoffe, dass wir für den letzten Bereich, für die Madame nicht mehr so lange brauchen. Habe ich zumindest nicht so anstrengend in Erinnerung. Dass wir das vielleicht besser hinkriegen. Dann sind wir hier bald mit durch. Na komm, Six. Du schaffst das. In die Freiheit. Die Gnome.
Nein, die Wurst, nicht den Gnom. Ach du Schande. Das wusste ich nicht mehr, das hatte ich vergessen. Haben wir den Gnomen gegessen? Die Madame. Jetzt kommt das Kapitel mit der Madame. In Dose. Das kriegen wir jetzt auch noch hin, oder? Wenn wir die Madame besiegt haben, dann kommt das Ende. Sind wir am Ende. So, Kapitel mit den, mit Küchen und mit Essen und mit Besuchern abgeschlossen. Letztes Kapitel. Rekordzeit. Zwei Minuten 30 haben wir jetzt gleich. Ja, zwei Stunden. Zwei Minuten, das wäre ein bisschen hart. Hier wieder Schloss. Zwei Stunden 30 haben wir. In 20 Sekunden erreicht. Inklusive Intro. Okay, wir haben dich nochmal losgekriegt. Wir haben was mit dem Spiegel haben wir sie besiegt. Nicht aufstehen. In ihr Schlafgemach. Was suchen wir hier? Schlüssel suchen wir hier. Hier ist er nicht. Und wo ist er? Die großen Figuren hier, die großen Puppen, die machen natürlich Angst. Wenn die alle so aussehen wie sie. Sie ist nicht da. Okay, runter mit uns. Aber sie weiß, dass wir da sind. Sie hat uns bemerkt. Spielraum. Uha! Müssen wir schleichen, glaube ich, oder müssen wir rennen? Licht anmachen. Ich weiß nicht, ob das hier klug ist. Rennen! Instinktiv mal rennen und sliden. Fürs 2 wäre auch zu gut gewesen. Und durch hier. Und hier lang. Nicht aufhören. Immer weiter rennen. Sie sind Woman. Die Frau vom Sin Man. Ich glaube, hier hatten wir sie schon besiegt. Müssen wir noch rüber zum Spiegelkabinett. Den Spiegel mitgehen lassen und wir haben auch schon das Finale. Kratz. Hier müssen wir durch.
drehen. Da haben wir den Spiegel. Wir brauchen einen anderen Spiegel, den hier. Besiegen wir sie mit dem Spiegel. Wo ist sie? Verdammt, ich war zu nah dran. Sie wachen wieder auf. Na komm, müssen wir ein bisschen gucken, wo sie ist. Nimm den Spiegel. Sehr gut. Nimm den Spiegel. Ein drittes Mal noch. Na. Haben wir sie schon? Nein. Oh, Gänsehaut. Na, wo ist sie? Wo kommt sie? Das war knapp. Das vierte Mal. Fünfte Mal. Lass mich raten, sieben Mal müssen wir. Spiegel aufheben. Das sechste Mal. Oh, okay. Wir haben sie besiegt, die Madame. Nur nicht ganz. Was tun wir jetzt? Laufen auf sie zu. Die Madame, die ihre Schönheit nicht ertragen, ihre Hässlichkeit nicht ertragen konnte und vom Spiegel geschwächt wurde. Ich glaube, da sollten wir mit Spiegel hin. Das ist jetzt natürlich blöd. Spiegel holen. Wo ist der Spiegel? Hier ist der Spiegel. Nehmen wir ihn auf. Der Spiegel ist zerbrochen. Was machen wir nun? Mussten wir nicht so im Spiegel. Oha. Dann den Kopf durchgebissen. Den Nacken.
Hals. Ihre Energie fließt in mich. In sich. Haben wir die Macht der Madame. Und machen unseren letzten Gang an den verfressenen Säcken vorbei. Jeder, der auch nur wagt, uns anzusehen, so einen elendigen Tod sterben. Denkst, mich aufzuessen zu wollen. Sammlich Kräfte der Chefin, der Madame, der Meisterin. Keiner kann uns jetzt mehr was anhaben. Bist unbesiegbar über alles erhaben. Six ist jetzt die Meisterin. Und dann gehen wir die große Treppe hinauf. Ins Licht, in die Freiheit, die große Treppe hinaus, hinauf und hinaus, aus dem Schlund, sind wir dem Schlund entkommen. Da kommen die Nome. Ich glaube, alle haben wir nicht befreit, alle Nome. Ein oder zwei haben wir vergessen. Und dann haben wir Little Nightmares durchgespielt. Little Nightmares 1. Ja. In unter 3 Stunden. 2 Stunden und. Das Intro und die Begrüßung weggenommen. 2 Stunden 40 haben wir jetzt im Stream. Sagen wir mal 8 bis 10 Minuten. Ich glaube so 8 Minuten ungefähr ging das Intro, die Begrüßung. Sagen wir mal minus 10 Minuten. 2 Stunden 30. Knapp 2 Stunden 30 haben wir es durchgespielt. Falls das kein Rekord ist, ist das mein Rekord. Ist bestimmt kein Rekord, aber ja. Mein persönlicher Rekord. Auf jeden Fall. Das ist eine enorme Zeit. Das ist für meine Verhältnisse wirklich ein Speedrun hier. 2 Stunden 30, das ist hier wirklich. Ja, plus minus 2 Stunden 35, sagen wir mal 35. Die Begrüßung hat nicht so lange gedauert. In dem Dreh. Müssen wir mal gucken. Ich habe es als Stream-Aufzeichnung auf YouTube hochgeladen. Ich habe es hier live im Stream. Könnt ihr gucken, wann ich das Spiel gestartet habe. Wann ich auf Spiel starten geklickt habe und wann die Credits losgingen. Können wir mal gucken. Wer es genau wissen will, ist ja alles live und Stream und in der Stream-Aufzeichnung. Haben wir es ein weiteres Mal durchgespielt. Es gibt jetzt noch das DLC, was wir noch durchspielen könnten, aber
das dann vielleicht ein andermal. Ich bin jetzt froh, dass wir die Hauptstory durchgekriegt haben. In einem Zug. Einmal durch. Das ist schon eine Meisterleistung. Ich bin wirklich erstaunt. 2:30. Das kommt hinten dran. Das werde ich auf jeden Fall auf YouTube hochladen. Und hinten dran in die Playlist noch reinpacken. Das kommt noch an meinen Nightmares 1 Let's Play. Als Special Part noch hinten dran. Kompletter zweiter One sozusagen. Kompletter nochmal, kompletter Durchlauf. Live im Stream. Waren jetzt nicht so viele da. Modi am Anfang, der ist dann auch gegangen. Aber ja. Ist jetzt auch keine 5 Stunden lang geworden. Unter 3 Stunden. Kann man sich auch nochmal angucken, wenn man das nochmal komplett sehen will. Mal nachdem man sich das Let's Play als Special Part finde ich das ganz gut, wenn man das dann nochmal durchgeguckt hat. Das ganze Let's Play geguckt hat und dann nochmal einen kompletten One. Nochmal mit Profi, nachdem ich dann hier. Also am besten in dieser Reihenfolge gucken, das sage ich jetzt relativ spät, aber am besten in Nightmares 2 zuerst gucken, dann in Nightmares, oder erst in den Nightmares 1, dann in Nightmares 2 und dann noch den Stream hier hinten dran, weil sonst werden wir gespoilert. Oder erst in Nightmares 2, das ist nochmal spannend, erstmal in den Nightmares 2 gucken, dann in Nightmares 1 und dann hinten dran habt ihr noch das DLC und danach nach dem DLC kommt dann nochmal, nach dem DLC-Part kommt dann hier nochmal der Stream, indem ich das Hauptspiel durchgespielt habe. Und vielleicht kommt dann auch bald der, wenn ich mal irgendwann Bock drauf habe, der One von, ja, Little Nightmares DLC. Der wird ja dann auch nur ungefähr so lang sein, wenn nicht vielleicht länger. Das Kids DLC mit den drei Kapiteln ist ja auch nochmal, das hat ja eine Größe, das ist ja wirklich ein beeindruckendes DLC. Im Gegenteil zum Part 2, also zum Nightmares Part 2, Teil 2. Ja. War doch ein guter Mann, oder? Ich bin zufrieden. Ein paar Stellen haben wir ein bisschen gebraucht, aber im Vergleich, also wenn euch das wirklich jetzt mal, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben auf YouTube, wenn ihr das jetzt nach dem, also wenn das jetzt im Durchgang guckt, wenn ihr jetzt den Nightmares plus DLC die Playlist durchgeguckt habt und jetzt im Anhang nochmal, also nicht im Anhang, aber in gewisser Weise auch im Anhang, aber im Anschluss dann nochmal den Stream hier guckt, die Stream-Aufzeichnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das fandet. Da habt ihr den Vergleich, wie ich mich angestellt habe im Let's Play und jetzt hier im Stream. Also, ich glaube, da muss ich mich nicht für schämen, für diesen Mann hier. 2 Stunden 30 ist wirklich. Wie lange habe ich für den ersten Mann gebraucht? Das waren viele Parts. Jeweils eine halbe Stunde. Das ist schon deutlich länger. Deutlich. Da ist das hier wirklich schnell. Schnell gewesen. Wollen wir nochmal den Nightmares 2 durchmachen? Nee, das habe ich gerade erst fertig. Muss nicht nochmal den Nightmares 2 machen. Ich will Schluss machen. Ansonsten wäre das mal wirklich, also später dann für einen. Unter den Bedingungen könnte ich das eventuell nochmal spielen, noch ein zweites Mal spielen. Also eigentlich hat sich jetzt erstmal durchgespielt mit Nightmares 1. So wird nicht nochmal durchgespielt. Ein Let's Play Again muss es auch nicht geben. Das war super, das erste, das PC gespielt, das ist super, das kann man sich. Wir wissen nicht, was man da Display gerne machen müsste.
haben wir jetzt hier. Das war jetzt hier ein Let's Play Again in einem Stream. Ja, das könnte ich mir noch vorstellen, wenn wir mal Little Nightmares 1 und Little Nightmares 2 One machen. Das kriegen wir hin, das ist, wenn wir das in 2.30, dann kriegen wir. Little Nightmares 2 ist ja auch nicht viel länger. Das wäre dann, glaube ich, auch 2-3 Stunden. Wenn wir dann insgesamt einen 6-Stunden-Stream draus machen, ungefähr. Dann haben wir das ist dann irgendwann, wenn ich mal wirklich Bock drauf habe, wenn ich dann später. Wenn ich dann auch eine Community habe, die immer Chat mitmacht, die wirklich bereit ist, die 6 Stunden durchzuhauen, da wirklich mit da eine Chat auch da aktiver ist, dann können wir sowas mal machen. Und dann später noch, wenn der Nightmares 3 draus ist, und draußen ist dann ein 3er-One komplett. 12 Stunden Stream. Durchziehen. So weit sind wir noch nicht. Nightmares 3 ist noch nicht raus draußen. Das war Little Nightmares 1. Und Little Nightmares 2 demnächst auf meinem Kanal als Stream-Aufzeichnungen. Da sehen wir die Insel und der Turm. Ein Turm. Der Turm ist es, glaube ich, nicht. Kann das? Danke fürs Spielen. Das ist ja ein Turm. Kann das sein, dass da schon so kleine erste Ideen für den zweiten Teil waren? Im zweiten Teil kommt ja auch offensichtlich ein Turm dann vor, dass da hier schon so ein bisschen. Dass vielleicht so der Turm schon, dass das vielleicht kleiner Hint auf Teil 2 war. Dass das erstmal so gedacht war, dass das dann Six hier sich in den Turm begibt, wenn im Turm dort die Geschichte stattfindet. Anders kann ich mir das jetzt hier nicht erklären. Was ist diese Insel? Das ist dann vielleicht Teil 3, vielleicht ein Hint auf, kleiner Hint auf Teil 3. Das könnte sein, das ist, weil Teil 1 war ja offensichtlich, haben auch die Entwickler so gesagt, Teil 1 war die Vorgeschichte zu Teil 2 war die Vorgeschichte zu Teil 1. Vielleicht beginnt. Passt auf. Teil 3 beginnt hier an dieser Stelle, wo wir es jetzt sehen, wo es rauskommt aus dem Schlund und auf dieser Insel landet. Und diese Insel ist für Teil 3 der Beginn. Also wird nicht alles, wird nicht der ganze dritte Teil auf der Insel spielen, aber die Insel wird hier. Da wird sich erstmal durch den Turm schlagen müssen und dann. Der Turm hat ein bisschen was zu bieten und dann geht es mit dem Schiff weiter. Also es ist. Klingt das nicht nach was? Klingt das nicht nach einer Idee? Gut, wie auch immer. Wir haben den Nightmares durchgespielt. Wäre eine Idee für Teil 3, der auf jeden Fall noch kommen soll. Gehe ich aber stark von aus. Aber sowas von. So, für YouTube, darf ich nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Speedrun nicht verpassen wollt, den ich auf Twitch hier hochlade. Falls ich demnächst vielleicht mal das DLC durchspiele in einem One, in einem Zug, dann ja. Ansonsten, ja, schaut auf Twitch vorbei. Das streame ich jetzt regelmäßig, unregelmäßig, öfters. Ich streame dort öfters. Kommen öfters Sachen online. Ein paar Sachen habt ihr hier schon. Reaction-Streams und so weiter kommen die React-to-Videos, die ihr seht auf YouTube, das sind Twitch-Streams, das passiert auf Twitch hier einiges. Noch einige Sachen, Sea of Thieves ist komplett auf Twitch gestreamt worden, alle Sea of Thieves Stream-Aufzeichnungen, die ihr seht, auf dem Kanal, und ist live auf Twitch gemacht. Könnt ihr mit dabei sein, könnt ihr mitchatten, müsst ihr nicht nur die blöde Stream-Aufzeichnung gucken. Ja, sondern live dabei sein. Und mitchatten, mit dabei sein im Video. Guck mal, ich bin im Video. Genau so. Gut, na dann. Habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag und man sieht sich.
Haut rein. Ciao.